Nervös ist man ja immer, aber es fühlt sich gut an, weil es eine sehr gute und seriöse Sache ist. Also man moderiert ja auch viel. Und das ist so ein Preis, wo man weiß, das trifft die Richtigen. Ich bin voller tiefer Bewunderung, was Christa Mader in den letzten 15 Jahren auf die Beine gestellt hat, wie sie es geschafft hat, aus diesem tragischen Schicksal die Energie zu holen, um zu sagen, ich will einfach nicht, dass anderen das passiert, was meinem Sohn passiert ist. Und es geschafft hat, denke ich, in zu großen Teilen, dass man heute über Darmkrebs und vor allem Vorsorge spricht. Die Stiftung ist in München gegründet worden vor 15 Jahren. Vor 10 Jahren sind wir als Partner eingestiegen. Das ist die Heimatstadt von BMW. Und diese Symbiose passt ganz gut zusammen, deshalb heute in der BMW-Welt. War die Situation der Darmkrebsvorsorge im Jahr 2001, als Hubert Burda und ich nach dem Tod unseres Sohnes die Stiftung gegründet haben? Deutschland hat eine der höchsten Inzidenz- und Mortalitätsraten in Europa. Dann die Vorsorgekoloskopie, eine Leistung, die es zuvor überhaupt nicht gab. Sie wurde im ersten Jahr des Darmkrebsmonats eingeführt. Das war für uns ein unglaublicher Erfolg. Besonders beeindruckt und berührt bin ich von der Menschlichkeit und von der Weitsicht Felix Burdas. Es war Felix Burdas Anliegen, dass anderen Menschen sein Schicksal erspart bleibt. Dahinter stecken eben Menschenleben. Und deswegen ist es so wichtig, auch dass wir uns bewusst werden, wie sinnvoll und wertvoll die Arbeit hier ist. Man kann etwas tun. Und dank der Felix-Burda-Stiftung wird es immer mehr Menschen bewusst. Darf ich zur Erquickung eine Sache vorweg fragen? Es würde mich da jetzt alle so offen sprechen und Darmkrebs und Vorsorge. Wer im Raum hat schon die Vorsorge gemacht? Bitte mal aufstehen. Boah, nicht schlecht. Christa ist sitzen geblieben. Toll, ich gratuliere allen. Und alle anderen kommen bitte zu mir auf die Bühne und wir haben ein Gespräch. Kleiner Scherz. Kleiner Scherz. Also ich war schon sehr überrascht, weil die ganzen Nominierten haben, das sind natürlich hochdotierte Mediziner, Forscher, die ihr ganzes Leben da reinstecken. Und bei uns war es eine kleine Episode in diesen Dorfgeschichten. Und dass wir dann den Preis auch tatsächlich kriegen, das hat uns schon sehr überrascht. Also das freut mich persönlich ganz besonders. Wir sind bekennende Fans von Daheim ist Daheim. Und auch wie das Thema dort rübergebracht worden ist, war wirklich hervorragend. Also es war fachlich völlig korrekt. Und es war menschlich sehr nahe gebracht. Es ist wirklich so wie im täglichen Leben. Das ist eine tolle Sache, also weil wie gesagt, wir kommen aus der Grundlagenforschung und durch solche Sichtbarkeit wird das Interesse geweckt auch und bekommen wir bestimmt Unterstützung, um die Arbeit noch weiterführen zu können. Also es hat eine sehr große Bedeutung für uns. Wir glauben einfach, dass der Einsatz in die Vorsorge und das, dass jeder davon auch weiß und damit umgeht, noch viel Durchdringung in die Gesellschaft braucht, weil wenige wissen es, das war vor einigen Jahren noch ein Tabuthema, zwischenzeitlich ist es kein Tabuthema mehr, aber es ist trotzdem noch so, dass jetzt der nächste Schritt wäre, dass nicht nur Leute davon wissen, dass es sowas gibt, dass sie auch noch die Zeit nehmen und nicht Vorwände finden, warum man keine Zeit hat, das zu tun. Das Wissen ist das eine, das Machen ist das andere.